Herzlich willkommen zum sechsten Video von Entrepreneurship for Engineers. Beim heutigen Thema geht es um junge Führungskräfte, deren Aufgaben und Verantwortungen. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung kann es sein, dass ihr zusätzlich zu euren fachspezifischen Tätigkeiten auch Führungsaufgaben übernehmen müsst. Dazu ein Wortspiel von Robert Lemke, der sagt, die Fähigkeit eines Chefs erkennt man an der Fähigkeit, die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu erkennen. Um etwas über die Aufgaben junger Führungskräfte zu erfahren, habe ich unsere Gäste gefragt, ab wann sie Führungsaufgaben übernehmen mussten und wie sich ihre Aufgaben dadurch geändert haben. Ich bin überzeugt, dass euch manche Aussagen überraschen werden. Die erste wirkliche personelle Verantwortung habe ich erst letzten Oktober als Teamleiter übernommen. Das heißt wirklich, davor waren es Kleinprojekte, wo ich zusammen mit Kollegen, die in einer hierarchischen Ebene mit mir gearbeitet haben, in einem Team zusammen Sachen als Projektingenieur vorangetrieben und habe geschaut, dass das Team zusammenhaltet. Die personelle Verantwortung, die ich seit Oktober innehabe als Teamleiter, bringt mit, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die jetzt vom Fachlichen etwas weggehen. Man muss koordinativ tätig werden. Man kann mindestens die Hälfte seiner Arbeitszeit eben damit abschreiben, dass man sich um administrative Tätigkeiten kümmert, Kostenplanung. Das sind halt diese Punkte, mit denen ich vorher nur in geringerem Ausmaß betraut war, beziehungsweise mich beschäftigt habe, aber die mir durchaus Spaß machen. Ich habe mich vorher mit längerer Zeit eben mit fachlichen Themen intensiv beschäftigt und kann jetzt als Führungskraft Mitarbeiter in dieser Teamführungsposition eben, denke ich, gut betreuen und denen auch Ratschläge geben. Es ist nicht mehr notwendig, dass ich mich um einzelne Probleme selber kümmere, ab und zu Feuer löschen und aushelfen natürlich, aber es ist eine neue Herausforderung und es bleibt noch immer der Kontakt zum Fachthema da. Das ist jetzt schon eine gewisse Zeit her, über 20 Jahre. Meine erste fachliche Führungsaufgabe habe ich als Projektleiter übernommen, nach genau 2 Jahren. Und meine disziplinarische, so hat es damals geheißen, als Gruppenleiter sehr relativ rasch danach, nach weiteren 2 Jahren. Geändert hat sich, sagen wir jetzt nicht, vom Zeitmanagement her nicht sehr viel. Du kriegst halt unterschiedliche Dinge dazu. Das sind einerseits administrative, ich sag mal nicht abwertend, Kleinigkeiten, die nicht viel Zeit kosten. Das, was relevant sich aber natürlich geändert hat, ist, dass du dich beschäftigen möchtest und musst mit den Menschen, die dir zugeordnet sind. Du musst natürlich versuchen, sie zu verstehen, was sie drückt, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Motivationshierarchie, um sie einbinden zu können in die Teamarbeit, um sie, für sie da zu sein. Das hat sich natürlich geändert, ja. Naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil Projektmanagement-Aufgaben hatte ich relativ bald. Auf der TU Wien dann hatte ich im Prinzip ja eigentlich ein Team geführt. Ich weiß nicht, ob man die TU Wien jetzt, auch wenn es im Prinzip eigentlich praxisbezogene Projekte waren, ob man das jetzt im Prinzip so als Industrieerfahrung nennen kann. Wenn ich dann eigentlich über die TU Wien hinausgehe, wo ich einfach ein Team geführt habe und auch dafür sogar verantwortlich war für die Bezahlung des Teams, also dass wir genügend Umsätze gemacht haben, war dann meine nächste Tätigkeit bei der Firma Sony. Und bei der Firma Sony hatte ich im Prinzip eigentlich Projektmanagementaufgaben einerseits. Andererseits hatte ich im Prinzip ein kleines Team im Bereich der Standardisierungsaktivitäten mit der Elektronikindustrie gemeinsam, die wir geführt haben. Und hier war es halt wichtig, auch im Wesentlichen immer sozusagen sich verlassen zu können auf seine Mitarbeiter, die dann rechtzeitig die Inhalte vorbereiten, weil man ja ständig eigentlich unterwegs war in ganz Europa und damit fast keine, damals, man muss dazu sagen, damals gab es zwar Laptops, aber der Akku hat heiße 1,5 Stunden gehalten. Ne? Also konnte man eigentlich unterwegs fast nichts arbeiten. Und damit war es wichtig, dass die einfach alles vorbereitet haben, strukturiert haben und im Wesentlichen eigentlich dann aufgrund der Vorgaben, die man gegeben hat, auch inhaltlich einen gewissen Vorwärtsschritt eigentlich machen konnten.
Also im ersten Unternehmen war ich als Entwickler tätig. Ich habe dann relativ rasch Projektleitung und Projektverantwortung übernommen und Einzelkunden betreut und bin in der Führungsverantwortung sowas wie ein stellvertretender Entwicklungsleiter geworden. Ja, also wenn man so will, keine direkte Personalverantwortung, sondern Projektverantwortung und Personalverantwortung. Im zweiten Job, das war dann nach 5 Jahren, habe ich gewechselt, bin in eine neue Industrie gegangen, habe dort als technischer Verantwortlicher einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut und da waren die ersten Kollegen und Mitarbeiter da im Bereich System Engineering. Das waren einmal die ersten, waren 3, 4 Leute, das haben wir dann ausgebaut auf knapp über 20 und hat sich dann kontinuierlich weiterentwickelt. Erster Einstieg insofern leicht, weil ja meistens passiert er dort, wo man Fachkompetenz hat. Also man ist eigentlich ein sehr kompetenter, man ist der, der meistens mit Kunden redet, man wird so irgendwie die logische Entscheidung, wenn dann aus einem Team sich 2 Teams oder 3 Teams oder 4 Teams entwickeln, weil die Firma wächst oder das Thema erfolgreich ist. Und man kann auch sehr viel aus seiner Fachkompetenz herausmachen. Das Thema Führung entwickelt sich erst eigentlich mit der Zeit. Wenn die Herausforderungen größer werden und vor allem auch die Ebenen und die Teams und man vor allem nicht mehr aus der Fachkompetenz heraus arbeiten kann, dann wird es eigentlich wirklich spannend. Dazu fällt mir jetzt noch folgende Frage ein. Oskar, glaubst du, dass man nach 1 bis 2 Jahren im Unternehmen schon Führungsaufgaben übernehmen kann? Sehr unwahrscheinlich. Ja. Und vor allem, man muss auch eines sagen, die Anzahl an Führungsverantwortungen nimmt meiner Meinung nach dramatisch ab. Wir haben eigentlich zum Beispiel jetzt im jetzigen Unternehmen Entwicklungsabteilung mit 25 Leuten eine einzige wirkliche personelle Führungsverantwortung da drinnen. Themenverantwortungen, sehr viele. Themenverantwortung, die auch stark das Arbeitsumfeld beeinflussen und auch Kollegen, die in dem Thema mitarbeiten, sehr viele. Aber diese klassische hierarchische Führungsverantwortung, sind wir wieder bei dem Thema, ist ja etwas, was sich eher aufhört. Vor allem gerade im Bereich der Kopfarbeiter. Und das hat man in der Entwicklung und bei den Technikern ja eigentlich. Ich glaube auch, dass diese Jobs langsam aussterben werden. Also ich glaube auch, ich bin jetzt CEO, ich glaube, irgendwann braucht man keine CEOs mehr. Also ich arbeite intensiv daran, dass wir in unserer Firma keinen CEO mehr brauchen. Zusätzlich dazu wird euch jetzt Markus erläutern, welche Karrieremöglichkeiten es in seiner Firma gibt. Also bei uns im Unternehmen gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es sind 3 verschiedene Linien vorgesehen, um Karriere zu machen. Der klassische Weg ist Personalverantwortung, also heißt Chef werden. Es gibt parallel dazu auch die Expertenlaufbahn, die ich eingeschlagen habe. Also man wird vom normalen Sachbearbeiter oder Techniker zum Senior-Experte weiter, bis man zum Oberingenieur unter Anführungszeichen wird. Und die dritte Möglichkeit ist, man kann auch in der Projektleitung diese Karrierestufen absolvieren, ohne Personalverantwortung. Bereits zahlreiche Firmen bieten diese 3 Karrieremöglichkeiten an. Das bedeutet, dass ihr die Karriereleiter erklimmen könnt, auch ohne Personalverantwortung zu übernehmen. Denn nicht jeder kann gleich gut mit Menschen umgehen. Um noch mehr über das Thema Führung zu erfahren, haben wir unsere Interviewpartner gefragt, welche Fähigkeiten und Charaktereigenschaften man entwickelt haben sollte, bevor man Führungsaufgaben übernimmt. Ich möchte vielleicht vorausschicken, was man nicht tun sollte. Man sollte nicht einem, ich sag mal, althergebrachten Modell Erfolgs nachjagen, dieser eigenartigen Idee, je mehr Mitarbeiter ich habe, umso erfolgreicher bin ich im Beruf. Das ist für mich blanker Unsinn und heutzutage haben wir glücklicherweise ja in jeder Firma auch eine Fachkarriere, wie es üblicherweise heißt. Was Sie haben müssen, wenn Sie Führungskraft werden wollen, ist eines: Interesse am Menschen. Sie müssen ehrlich, richtig und authentisch daran interessiert sein, was die für Sorgen und Nöte haben, wie sie ticken, was sie motiviert, was sie drückt. Weil sie ja für die Mitarbeiter da sind. Sie versuchen ja als Führungskraft dann nur eines, nämlich Sand aus dem Getriebe zu nehmen, das Getriebe zu schmieren, es einfacher zu machen, den Kollegen effizient zusammenzuarbeiten. Was Sie brauchen, ist an erster Stelle für mich ganz klar Integrität. Sie müssen im eigentlichen Sinn des Wortes unversehrt handeln, unverletzt, als Ganzes handeln. Sie brauchen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Und das müssen Sie nicht nur haben, das sollten Sie auch zeigen. Die Kollegen
sollten sich natürlich aufgehoben fühlen und niemals im Regen stehen gelassen fühlen. Klarerweise brauchen sie Motivationsfähigkeit. Sie müssen wissen, wie man wen packt, wie man ihn anschiebt. Und ja, was sie auch brauchen, ist eine Teambuilding auf Englisch, also die Fähigkeit, Teams zu entwickeln, Potenziale zu erkennen, wirklich auch zu erkennen wollen und zu fördern von ihren Mitarbeitern. Und sie brauchen Vertrauen. Und du weißt, Loyalität ist niemals eine Einbahnstraße, das geht in beide Richtungen. Und wo es Vertrauen gibt und Vertrauen gefordert ist, da ist natürlich auch Konsequenz gefordert. Weil das eine ohne das andere nicht wirklich geht. Was man als Führungskraft macht, wenn Sie Führungskraft werden, dann lassen Sie natürlich nicht alle anderen Aktivitäten dann gleich hinter sich. Dann sind Sie vielleicht noch immer Projektleiter, noch immer Fachexperte, aber Sie machen zusätzlich Führungsaktivitäten. Und diese zusätzlichen Führungsaktivitäten, das ist in Wahrheit ganz einfach, das sind nur zwei Dinge, die Sie tun. Zum einen entscheiden Sie, Sie müssen transparent am Tisch legen, weshalb Sie entscheiden, die Prämissen am Tisch legen, damit das getragen und geteilt werden kann, die Entscheidung. Und Sie müssen zur richtigen Zeit entscheiden. Geschwindigkeit ist im Unternehmen immer mindestens so wichtig wie die Treffsicherheit der Entscheidung. Und Sie sollten die Entscheidung, wenn getroffen, nicht wieder neu aufwärmen. Sei denn, es gibt neue Inputs, aber gut, dann ist es eine neue Entscheidung. Und das Zweite, was Sie tun, ist, ich nenne es Gewinner führen. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie im Sport als Trainer. Sie sind in Wahrheit, und ich formuliere es vielleicht ein bisschen überspitzt, es sind ja Profis in ihren Fachgebieten, die nicht nur engagiert, sondern auch ehrgeizig. Erfolg ist ja jetzt nichts Schlechtes, die wirklich ehrgeizig, professionell agieren. Die brauchen Ziele, die brauchen vielleicht Leitplanken, sie müssen Steine aus dem Weg räumen, aber sie müssen sie auch laufen lassen. Nach dem Abschluss, sage ich mal, eines Studiums kann es leicht passieren, dass man die fachliche Karriere sehr schnell durchläuft, die fachspezifische Karriere und die Projektleitertätigkeit zum Beispiel übernimmt. Ich denke, dass schon in der Studienzeit es die Möglichkeiten gibt und man die Möglichkeiten nutzen sollte, teamorientiertes Denken sich anzulernen, Kommunikation zu fördern, selbst zu üben. Man kann Fachvorträge halten im Zuge von Diplomarbeit, Dissertation, wo man da auch dazu angehalten ist auf der Uni, aber dann auch während der Arbeitszeit zu schauen, dass man eben in Projektmeetings dementsprechend auf eine gewisse Qualität der Kommunikation Wert legt und nicht unvorbereitet in Meetings geht, sondern sich wirklich Gedanken macht, was möchte ich dem Team heute sagen und was soll die Konklusion daraus sein. Das dauert oft nur 3 Minuten, das ist dann meistens der Weg vom Büro in den Besprechungsraum, also so ganz essentielle Dinge, die dann, wenn man mehr Übung damit hat und man eine Führungsposition dann inne hat, ungeheuer viel bringen. Ich glaube, das essentielle Thema in der Mitarbeiterführung, jetzt nicht das Anleiten in der Arbeit, weil das fängt ja schon oft früh an. Also in dem Moment, wo man eine Verantwortung hat, ob es jetzt fachlich ist oder Projektverantwortung hat, beginnt man die Arbeit von Kollegen zu beeinflussen oder einzuteilen. Aber das Wesentliche an der Führungsverantwortung ist das Weiterentwickeln von Mitarbeitern. Und dazu muss man einerseits selbst mit sich selbst schon sehr im Reinen sein. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich selbst sehr gut zu kennen, seine Einschätzung, seine Wirkung auf andere gut beobachten zu können, Dinge sehr in den Kontext setzen zu können. Ich glaube, dazu ist es wirklich wichtig, sich selbst sehr gut zu kennen, mit sich selbst im Reinen zu sein und sich sein Ego im Griff zu haben. Das ist, glaube ich, das Essentiellste. Man muss sich selber zurücknehmen können. Man muss zuhören können, man muss eingehen können, man muss sich in die Situation oder in die Lage des Gegenübers versetzen können. Und dann, glaube ich, ist man auch in der Lage, für eine Person, die vielleicht völlig anders ist von der Persönlichkeitsstruktur oder von den Werten oder von den Dingen, die er gerne oder nicht gerne oder sie gerne oder nicht gerne macht,
die richtige Lösung oder das richtige Angebot zu finden, wo die Person sich weiterentwickeln kann. Und das ist Führung, nichts anderes. Es geht um nichts anderes. Es geht um Personalentwicklung. Inhaltliche Themen sind relativ einfach zu machen. Das ist nicht schwierig. Das richtig Spannende an der Führungsarbeit ist eigentlich, wie entwickle ich mein Team weiter? Und das Team nicht weiterentwickeln, indem ich sage, ich tausche einfach aus, sondern wie mache ich aus einem Guten einen sehr Guten? Wie mache ich aus einem Schlechten einen sehr Guten? Das ist eigentlich das Entscheidende. Das hat viel mit Persönlichkeit und mit den einzelnen individuellen Persönlichkeiten zu tun. Und auf die muss man eingehen können. Gehört auch viel Erfahrung dazu. Charaktereigenschaften sind eigentlich letztendlich im Wesentlichen, ich halte sehr viel von einem kollegialen, aber sehr straffen Führungsstil. Das heißt also im Wesentlichen, was man mehr oder weniger braucht, ist das Erkennen im Wesentlichen, wie weit ist eine Person und wann wird sie überfordert oder wann langweilt sie sich. Das ist im Prinzip eigentlich die Fragestellung des individuell erzeugten Freiraumes. Das heißt, für mich ist Führung einfach im Wesentlichen eigentlich eine Straße, die man je nach Person enger oder weiter steckt mit einer gewissen Zielorientierung. Die Ziele, die man den Leuten mitgibt, müssen natürlich abgestimmt sein auf deren Erfahrungshorizont. Dann erreicht man das meiste dann kann man das meiste rausholen aus den Mitarbeitern. Parallel dazu natürlich müssen Leute entwickelt werden. Es gibt da ein Buch, das habe ich eigentlich in frühen Jahren einmal gelesen, das heißt The One-Minute Manager. Der One-Minute-Manager geht darum, dass ich sage, okay, es gibt eigentlich Leute, oder jeder Mitarbeiter ist einer in einer von vier Entwicklungsstufen. Das heißt, die erste Entwicklungs- und die sind eigentlich sehr, sehr ähnlich, wie wenn ich sozusagen ein Kind habe. Ne? Das heißt, also die erste Entwicklungsstufe, da sucht der Mitarbeiter hauptsächlich Sicherheit. Das heißt, also in dieser Entwicklungsstufe, wo er Sicherheit sucht, mache ich eigentlich einen sehr engen Korridor. Und muss aber auch im Prinzip schauen, dass ich im Prinzip eigentlich sozusagen Schritt für Schritt kleine Ziele setze. Irgendwann einmal geht es über in die nächsten zwei Entwicklungsstufen. In der zweiten weiß ich nicht mehr so genau, was da drin war. In der dritten ist das eigentlich so ein bisschen wie Pubertät. Das heißt, da lehnen sich die Mitarbeiter auf und da muss ich natürlich im Wesentlichen halt auch adäquat reagieren. Genauso wie ich halt beim pubertierenden Jugendlichen halt reagieren sollte. Im Wesentlichen auch durch Diskussion und Zielvorgaben, die etwas herausfordernder sind und dann mehr oder weniger Zielrichtungen. Und dann kommt eigentlich die Königsdisziplin, die vierte Stufe, wo eigentlich, ich hatte in der T-Mobile International solche Mitarbeiter, wo man einfach im Prinzip nur mehr die Strategie diskutiert. Und dann laufen sie eigentlich von alleine und bringen eigentlich das beste Ergebnis, was man sich nur wünschen kann. Teilweise auch mit Lösungen, an die man selber gar nicht gedacht hätte. Das war das sechste Video von Entrepreneurship for Engineers. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges für euch auf euren weiteren Weg mitnehmen. Im nächsten Video werden wir uns eingehend über die Vor- und Nachteile von Angestellten und Selbstständigen unterhalten. Was sind die größten Vor- und Nachteile von Unternehmern? Und was waren die Gründe meiner Gäste, sich selbstständig zu machen? Außerdem bekommt ihr jede Menge Tipps und Tricks für euren Weg in die Selbstständigkeit. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vergesst nicht zu tanzen, euer Mr. Pfister.